So, hier ist wieder Soul Reaper. Und jetzt geht es weiter mit dem achten Teil von Ghost Recon Let's Play. Und genau an der Stelle, wo wir im siebten Teil aufgehört haben. Und zwar jetzt mit der Mission, wo wir den CIA-Agent aus dieser Ölraffinerie befreien. In Nigeria, im Niger-Delta. Und wo wir jetzt die Drohne benutzen. Und ich habe vorher einen Fehler gemacht, und zwar habe ich bei der Aufnahme was Falsches eingestellt, und so habe ich jetzt bis zur Hälfte dieses Levels gespielt und es nicht aufgenommen. Das heißt, ich muss das neue machen. Und ja, dafür kann ich es jetzt an manchen Stellen besser machen. Hoffe ich mal. So. Also die Drohne ist einfach richtig geil. Der CIA-Mann ist das Primärziel. Holen wir ihn da raus. Ah, gut, dass wir heimlich hier sind. Klappe, Birdie. AR einschalten. Ich muss sagen, die Anspielung habe ich vorher gerade nicht so richtig verstanden, wo er gesagt hat, gut, dass wir heimlich hier sind, aber natürlich gut. Ja, das sind ein paar ungemütliche Gesellen. Ja, jetzt muss ich die Drohne einsetzen. Aber es ist gut, dass ihre Drohne noch im Wasser funktioniert. Letzte bekannte Position. Drohne. So, Kamera zoom. Das sind vier den Gegner. Wird er raucht. Wir werden den neuen Anwohner so, tragen. Die Drohne ist zurück. Macht euch bereit. Jo, Gegner verhören. Ghost Style. Los, rede. Wo ist der Amerikaner? Er gibt hier eine Idee. So macht man das. Ah, die Raffinerie in einem Frachtcontainer. Sie haben genau. Lager fest. Knockout. Unser Paket ist in der Raffinerie. Wir sind unterwegs. Und weiter geht's. Wir leisten Unterstützung. Achtung, es sind viele Zivilisten in Ihrem Bereich. Zielen Sie genau. We can't stay here. They kill us all. Eins, Roger. Drei. Gib das Zeichen. Einer hat ihn schon. Und Feuer. Eigentlich wäre schön, dass du euch. Ayakoromol Village. Hoffentlich ist nicht wieder so einer wie der Typ da gerade, weil sonst hätte ich vorher fast erschossen. Ja, geh doch aus dem Weg, ey! Geht auch schon perfekt rum. So, mal schauen. Weiter!
So. Alles klar, bereit, nicht wieder tot. Und weiter geht's. Overlord, wir nähern uns dem Camp. Jetzt kommt dann gleich eine schöne Cutscene. Los, Bewegung. Jawohl, Hunter. Der Satellitenscan ist unterwegs. Wir haben uns einen NSA-Satelliten gebaut. Genau. Sie positionieren ihn um. Moment. Na bitte, ich erkläre es Ihnen. Es wird dauern, bis Sie alle Details sehen. Aber das sind Aktivitäten, von denen Sie wissen sollten. Wir wissen, dass viele Watchgate-Operationen von ja, hier ausgehen. Genau. Eine sehr, 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 sehr große Raffinerie. Es ist ein ausgedehnter mit einem Flughafen oder einem Hangar. Unsere Jungs haben Bewegungs- er gesagt. Und Handyprofile erstellt. Die Daten lassen vermuten, dass Agent Sykes in diesem Bereich festgehalten wird. Und die spielen wird. Auch noch Fußball, die Sykes dort. Hat einen Sonderauftrag. Wenn sich jemand auf Fangen und Verhören versteht, dann er. Wir wissen nicht, wie es ihm geht. Also seien Sie bereit, ihn rauszutragen, wenn es erforderlich ist. Teile des Camps sind verdeckt. Vielleicht eine Art Hangar. Wir können den Container nicht exakt orten. Wir sollten ihn von hier aus mit Drohne oder Magnetsicht aufspüren können. Wir finden ihn. Alles klar. Die Söldner scheinen nicht mit Ärger zu rechnen. Ich sag dir was. Ja, und da sind sie am Fußballspiel. Die Bastarde spielen da rum, während ihre Freunde Zivilisten abschlachten. Die kriegen ihr Fett schon weg. Unterschätzen ja, sie. Aber es gibt doch ein paar Heintutsrobber, die auf dem Weg sind. Und die pissen uns nachher Achtung, ein bisschen an. Wir erfassen Radarsignale ein paar Meilen von ihrer Position entfernt. Genau. Sieht nach Kampfhubschraubern aus. Die russische Heintutsrobber. Die zu Genüge, welche Verbindung Watchgate hat. Die Burschen sind ernstzunehmende Gegner. Die Helis bewegen sich langsam, fliegen aber in ihre Richtung. Warum sind es immer so Paramilitärgruppen? Ich verstehe es nicht. Es sind in verdammt vielen Platz immer so Paramilitär. Unsere Flugzeugträger liegen vor der Küste und leihen uns ein paar Maschinen. Direkte Bodenunterstützung haben wir nicht. Unser private Militärunternehmen, besser gesagt. Wir haben zwei Jäger am Start. Versteht zwar nicht, warum die Jets nicht einfach auch auf den Boden angreifen können, aber naja. Sie sind der Notfallknopf, falls mehr Söldner auftauchen. Aber nur, wenn es wirklich ernst wird. Verstanden. Naja. Mehr haben wir derzeit nicht. Ich denke, es wird wirklich ernst. Verstanden, Hunter, Ende. Nehmt die Drohne. Markiert die Ziele. Ich erkenne zwei Schützen. Zwei markiert. Und drei. Legt jetzt an. Bin dabei. Noch einmal auf dein Signal. So. Bin die Drohne ist echt kalt. Und da fallen sie. Tarnung aktiviert. Ich gebe euch jetzt mal vielleicht noch schnell einen kurzen Überblick, was da drüben von zwar zu dem Oil Harbor. Sieht nach Notbesetzung aus. Dann sollte es schnell gehen. Ja. Problem ist, ich muss wahrscheinlich alles hier. Der ist wichtig. Das sind zwei Ziele. Ansonsten würde ich mal sagen, der. Das sind vier Ziele. Und nochmal noch den. Sag los. So. Das nehme ich mir auch gleich mal ein. Massiver Kontakt. Auf 12. Ach, ein Massiv ist meiner. Bereit. Feuer frei. Einer mit leichtem Maschinengewehr. Drüben auf dem Balkon. Sie haben eine Leiche gefunden. Sie formieren sich neu. Er ist tot. Hat sie festgenagelt. Auf 12 Uhr. In Bewegung. Die Kanzler erwischt. In Deckung. Direkt vor Ort. Dahinter. Wir haben sie am Haken! Shit. Es ist alles in Ordnung. Okay, danke schön. Vorher habe ich es leider genauso gemacht. Gegner
So, ist der Bein weg. Lade nach. Das Gewehr nachladen, ich meine, das bringt jetzt eh nichts, weil ich wieder die Geisel an die Hand nehmen muss, aber trotzdem. So. Ich stehe wenigstens schon. Ich finde irgendwie das Halstuch in den Mund trägt auch relativ geil. Ganz ruhig. Natürlich kommen jetzt auch die Hubschrauber, das war klar. Schützen VIP, Diamantformation, los geht's! Beeilung, schneller! Rechts, rechts! Und, ja. Runter, runter, bleib runter! Gib dem Deckung! Hinter dir! Hüri, im Anzug! Links, nach links, nach links! Runter, auf den Boden! Hier runter, runter, unten lang! Okay, jetzt kommt der Hubschrauber, das ist natürlich sehr schlecht. Die Pistole sieht irgendwie aus wie die 5-7 von Splitter Cell. Das ist sie höchstwahrscheinlich sogar auch, aber. Los, auf die Beine hoch! Zurück, zurück ins Camp! Lass sie weiter vorwärts! Overlord, Hunter, wir brauchen diese Jäger! Verdammt, Fox 1-5 ist in der Luft. Können Sie ihn jetzt sehen? Sicher, zeigt dir! Jetzt kommen die Jäger. Unten bleiben! Okay, er gehört Ihnen. So, sag du bist dran! Ja, und jetzt haut Curry 6 den Jäger natürlich rein. Komm schon, komm schon. Ja, das fand ich so richtig geil. Das finde ich auch jetzt noch so richtig geil. Es war entweder Cluster oder Aerosol, aber es war auf jeden Fall geil. Alle in Ordnung? Bin okay. Bestens. Wir fahren also realisiert. Mir geht es gut. Was ist der Plan? Sie nach Hause zu bringen. Aber zuerst brauchen wir Deckung. Gehen wir zum Hangar. Diese Feuersbrunst sieht irgendwie sehr ungesund aus und nicht sehr einladend. Sauber? Absolut. So, und ungefähr hier habe ich gemerkt, dass es nicht genug aufgenommen hat. Weil jetzt die Zeit für diese Episode auch schon fast wieder um ist. Der Hangar scheint eine Art Unterbau zu haben. Sammeln Sie sich dort zur Abholung. Okay. Genau. Und, wenn wir uns zur Abholung sammeln, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also bleibt dran bei meinem Let's Play. Servus.